Wir drehen heute ein Video. Vinny ist auch dabei. Zum Thema. Was ist das Thema heute? Tisch aufbauen, genau. Und Pain Cave, ja, in Schwung bringen. Nimm mir einen Koffer. Ja, genau, richtig. So. Ja. Hier. Hier. Ja, so ein bisschen. Um Gerüchten vorzubeugen, wir sind keine Brüder. Also, das hier wird nachher mein neuer, ja, wie sagt man, mein Swift-Tisch, wo das iPad und so drauf kommt. Da hat der Julian mal was zusammengestellt. Julian, wie teuer wird das ungefähr in Summe sein, was wir hier sehen? Also an Materialkosten wird es, schätze ich mal, so 40 Euro ungefähr sein. Okay, 40 Euro. Das Ziel ist von uns, dass wir euch nachher eine, ja, eine Anleitung zusammenstellen, wie ihr euch mit simplen, wirklich simplen ja, Maßnahmen, Handgriffen so einen Tisch selber zusammenstellen könnt. Da baue ich was mit dem Julian zusammen. Also ich das Layout oder so und der Julian inhaltlich. Das wird cool. Freut mich. So, Freunde, hier ist erstmal die Pain Cave. Ihr habt es vielleicht mal letztens auf Instagram gesehen. Das ist irgendwie noch nichts Richtiges. Hier steht das Bike von Decathlon, das Van Rysel. Kann ich zu späterem Zeitpunkt auch nochmal vorstellen. Ja, hier ist auch ein bisschen Gästezimmer. Schläft der Opa, wenn er kommt. Julian. Und hier so ein paar Klamotzkis, alles Radsport. Genau, und da kann man sicherlich eine ganz coole Pain Cave draus machen. Jetzt fangen wir erstmal gleich mit dem Tisch an. Ja. Und im Laufe der nächsten Wochen, Monate kann man vielleicht da hinten, hier die Finger, an der Wand oder sowas, noch dies und das machen. Aber jetzt fangen wir erstmal im Wesentlichen an. Genau, der Kicker. Und hier haben wir den Headwind. Den nimmt dann Julian nachher mal mit und probiert den mal bei sich aus. Ich habe hinten einen Ventilator. Genau, so. Wie machen wir jetzt weiter, Chef? Ja, also wir werden jetzt erstmal, also pass auf, wir sollten vielleicht erstmal hinlegen. Ja. Und dann einfach mal zeigen, was wir brauchen. Uns hinlegen oder das Zeug? Nee, das Zeug. Okay. Also. Uns hinlegen wäre jetzt nicht so gut. So, wir brauchen einmal die Tischplatte an sich. Ja. Dann brauchen wir einmal, so wie ich mir das gedacht habe, so wie es für alle hoffentlich am einfachsten ist, brauchen wir einmal die Tischplatte selber, dann zwei längere Streben und vier kürzere Streben. Mhm. Wie wir das nachher machen, zeige ich euch jetzt sofort. Oder wie ich mir das gedacht habe. Genau, die zwei Querstreben und dann brauchen wir nochmal so zwei schmalere, um dann nachher die Platte an dem Gestell festzuschrauben. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass man quasi, ja, also wie ich mir das vorgestellt habe, ist, man nehme die längere Strebe, ne, und baut ein Z. Ja. Und zwar so. Warte, ich komme mal hier so rum. Und quasi so, ja. Das werden wir gleich alles noch verbinden mit Schrauben und. Und dann kommt hier oben quasi die Platte drauf. Ja. Ne, dann kommen unten noch Rollen drunter. Also die Platte hier ist quasi natürlich dann oben sozusagen der Tisch. Genau, richtig. Ne? Und so kann man dann den Tisch auch nach vorne und nach hinten stellen. Und das gleiche Z sozusagen auch auf der anderen Seite.
Richtig, genau. Das ist jetzt dieses Set dann zweimal natürlich und da müssen wir gleich noch gucken, auf welche Höhe wir das dann machen wollen. Ja. Das ist natürlich dann von Rad zu Rad, sage ich jetzt mal, unterschiedlich, aber gut, das soll jetzt einfach nur eine einfache Variante sein, wo den kann man jetzt nicht in der Höhe verstellen oder so. Ja, ja, ja. Passt. Aber super. Genau, so. Das machen wir jetzt einmal. Wir messen jetzt hier einfach mal, auf welche Höhe du das überhaupt haben willst. Vielleicht ziehen wir es auch gleich nochmal eben kurz ein Stückchen zurück, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, ja, ja. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe auf der Fahrt ist, vielleicht könnten wir sogar den Lüfter unter die Platte schrauben, wenn du das haben wollen würdest. Also quasi hier umdrehen. Ja. Dann müssen wir nur gleich... ja, müssen wir gleich mal gucken, ob das vielleicht funktioniert. Wäre vielleicht ganz cool. Ja. Definitiv cool. Also 1,10 ist die Höhe jetzt von der Tischplatte nachher. Genau, also am besten macht das irgendwie, wenn es möglich ist, zu zweit. Ja. Ich würde das so nach Gefühl einfach die Höhe einmal messen. Ja. Jeder will es halt unterschiedlich machen. Und wenn man es halt dann, gut, tiefer geht immer. Ja. Nur höher ist dann halt schlecht. Und das sollte man vielleicht einmal im Vorfeld einmal messen und dann... Genau. 1,10, wie gesagt, ist jetzt unsere Höhe oder meine Höhe, die ich nachher habe, wo dann das iPad oder der Laptop draufkommt. Die Leute fragen sich jetzt eigentlich, Müller, warum brauchst du überhaupt so einen Tisch für Swift und Co.? Du fährst doch gerade überhaupt nicht. Ja, das ist berechtigt. Ich war jetzt die letzten Wochen ziemlich beschäftigt und noch ein bisschen krank, immer noch ein bisschen. Mit Kind hast du auch irgendwie ständig Halsschmerzen, das geht auch nicht weg irgendwie. Ja, das nur am Rande, aber der Müller kommt. Ja. So, was machen wir jetzt? So, wir werden jetzt hier einmal den Winkel messen, dass wir den auch überall immer gleich haben. Ja. Das ist jetzt wirklich alles ziemlich spontan. Ich habe mir das grob einmal durch den Kopf gehen lassen. Wenn das jetzt hier nachher von der Last her zu viel sein wird, kann man hier auf jeden Fall dann auch nochmal eine Strebe reinsetzen, aber wir probieren das erstmal einmal so. Ja. Ne, also was ihr an Werkzeug braucht dafür ist einmal, wie gesagt, die Leisten könnt ihr euch so im Baumarkt zurechtschneiden lassen. Mhm. Zum Verschrauben braucht ihr Schrauben, kriegt ihr auch im Baumarkt. Einen Schrauber, egal was für eine Marke. Wir packen in die Beschreibung dann nochmal so die... Genau. Die Schraubendicke oder Länge etc. rein. Richtig, genau. Oder in den Block auf Speedwill. Genau, dann braucht ihr einen Akkuschrauber. Ja. Schleifmaschine oder Schleifpapier, um die Kanten zu brechen. Kante lässt sich nicht brechen. Dann Bohrer. Ja. Und Kante wurde am besten, achso, die Kante, ja. Kante wurde oft versucht. Haben sie oft versucht zu brechen, aber... Kennst du euch Kante? Ja, ich habe... Also, ne, ich kenne ihn nicht, aber durch Videos... Hast du ihn mal gesehen, ja? Ja, schon einige Male. Und ihr seid bei Rund um Köln voll an mir vorbeigepäst. Beide? Ja, ja. Du hattest ja den Platz im Startblock A, aber bist mit ihm dann im Startblock... Ganz hinten. Genau, ganz hinten, ja. Und ich war auch ganz hinten. Ja. Und ich habe nur... dich zuerst gesehen und Kante halt im Startblock in deinem Windschatten seit ihr an mir vorbeigeht. Eigentlich sieht man ja Kante zuerst, weil auffälliger. Na gut. Ich habe ihn natürlich in Videos schon mehrmals gesehen, aber so live zu sehen, die dicke Achse, ne? Aber ich hätte ihn größer eingeschätzt. Größer? Ich hätte ihn größer eingeschätzt. Das glaube ich heute nicht zum ersten Mal. Scheinbar scheint ihr das in den Videos gut zu kaschieren. Nee, also ich glaube, das ist jetzt nie das Kaschierthema. Nö. Würde die Größe 1,10 Meter Tischhöhe auch für Kante gelten? Eigentlich schon, oder? Das Fahrrad ist ja dann gleich groß. Ja, im Prinzip, klar, die Laufräder sind immer alle gleich groß. Ja. Ich weiß nur nicht halt, was er... Spacer und so? Genau, ne? Ja. Wie hoch er da fährt. Hoch. Kante hat vieles besser. Also komfortabel, ja?
Richtig komfortabel. Ja, sehr schön. Ja. So, dann brauchen wir einmal einen Winkel. Ja. Beziehungsweise eine Schmiege. Ja. Wenn ihr sowas jetzt nicht habt, ne, könnt ihr das auch nach Gefühl. Es sollte halt alles, also beide Z sollten dann nachher gleich sein, weil sonst hast du dann nachher so einen, ja, einen schiefen Tisch da stehen, aber das ist... Ein Tisch, wo iPad runterrutscht. Genau. Will man, glaube ich, nicht. Nee, richtig. Jo. So, wir machen das jetzt, ich habe jetzt hier 1,10 gemessen, ja? Mhm. Richtig. So. Gut. Falls ihr die Fegeräusche draußen hört, das ist die Frau, die den Garten fegt mit dem Laub. Und wir bauen den Tisch auf. Klare Prioritäten hier. Alles klar. So, das heißt, wir machen jetzt hier einmal Schrauben rein. Mhm. Wichtig ist jetzt halt da, dass man dieses Z auch gleichmäßig baut und nicht jetzt, sag ich mal, irgendwie dann... Ja klar, das heißt, die Winkel müssen natürlich genau, irgendwie passen. Dann halt ja. So, ne? Ja? Mhm. Diese Platte sollte man halt schon gucken, dass sie nicht dann irgendwie hier vorne hängt oder so, ne? Weil es ist halt zu viel Last hier auf diesem Hebel. Ja. Sondern guckt, dass man den möglichst... Also nicht mittig, sondern schon ein bisschen weiter nach vorne, weil sonst hat man den halt zu weit. Okay, hier kommt dann den, da kaum dran. Den Versatz, aber, okay. Genau. Ne? Also nicht bündig mit der vorderen Ecke, sondern ja, ich sag mal so 5 bis 10 cm drüber wieder zurückspringen lassen. Ja, und so okay. Dann. Ne? Also der Überbleibsel hier, der wird weggeschnitten. Genau, also hier quasi, ich zeichne das mal eben auf. Das machen wir gleich dann mit der Stichsäge. Zack. Und zack, ne, damit man das schön sauber hat. Das schleifen wir gleich dann einmal schön sauber und dann. Ja. Und es soll ja auch, keine Ahnung, für alle, die vielleicht jetzt auch nicht so handwerklich. So wie ich. Ja, genau. Ne? Mhm. Was mit Werkzeug und sowas zu tun haben, soll es halt möglichst einfach sein und ja. Passt. Das ist das Ziel. Okay, wir sind wieder an einem ziemlich wichtigen Punkt angelangt. Genau. Julian, wir messen jetzt den Winkel, ja? Richtig, genau. Das heißt, die Leute bräuchten schon so eine Schmiege? Ja, so eine Schmiege wäre schon nicht schlecht, aber die bekommt man im Baumarkt auch relativ günstig. Oder man leiht die sich irgendwo, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, einfach irgendwo mal zu fragen, weil eigentlich... Ja, so ein guter Hobbyhandwerker hat sowas eigentlich. Ah, okay, gut. Genau. Ja. Oder man nimmt halt irgendwie ein Geodreieck, kann man jetzt auch machen. Ja. Wenn man ein etwas größeres Geodreieck hat, legt man das an, merkt sich, wie viel Grad es ist und dann legt man es halt oben dann wieder an. Ne? Wie viel Grad haben wir jetzt hier? Kann ich jetzt nicht sagen. Was ist das Ziel? Weil gleich? Hier keine Gradzahl dran ist, ja. Aber ich habe halt, ich kann diesen Winkel quasi jetzt da oben wieder projizieren. Okay, muss ne? Weil ich der ist jetzt halt sein. Fest. Ja. Genau. Okay. Und kann den dann quasi da oben projizieren. Wir haben es hier festgeschraubt, also hier wird sich nichts mehr ändern. Ja. Ne? So, Kinas. Und hier genau das gleiche. Ne? Ja, cool. Und jetzt sieht man halt hier, ist es nicht der gleiche Winkel wie unten. Ja. Dann müssen wir den jetzt hier einmal angleichen. Julian wird ein bisschen hier die Überbleibsel quasi absägen. Genau. Und... saugen können wir doch hier gleich, ne? Also es macht jetzt keinen... Nee, logisch. Das macht jetzt keinen großartigen Staub, der in alle sitzen wird. Zack, das kann man dann gleich hier einmal ein bisschen schön schleifen. Ja. Was ist jetzt, wenn jemand sagt, ich habe aber nicht so eine Stichsäge? Im Prinzip kann man es auch mit der normalen Säge machen. Mit so einer Handsäge? Genau. Mit einer Säge machen. Dauert halt was länger. Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst, Julian. Warum? Ist halt, oh, nur so. Ist halt eine Japan-Säge. Alter, die ist ja krass.
Deswegen habe ich das jetzt einmal umgedreht. Mhm. Und dann, um das jetzt quasi einmal spiegelverkehrt zu bauen. So. Haben wir hier mit den Reststücken einmal eine Unterlage gebaut. Das ist quasi kleine Erleichterung. So, dann guckt ihr, dass das hier halt parallel zueinander läuft. Auch hier die Ecke quasi gleich ist. Und dann könnt ihr da jetzt wieder genau... Die Ecke wird ja vermutlich dann wieder abgesägt. Genau, die wird dann quasi wieder so abgesägt. Und gucken, dass ihr hier das alles bündig habt. Ja. Und dann könnt ihr jetzt hier wieder verschrauben. Ich habe jetzt auch immer an jeder Verschraubung immer 5 Schrauben gemacht, weil es kommen nachher auf jeden Fall auch, je nachdem, wie ihr halt auf Swift fahrt, ob mit Laptop oder iPad oder Tablet, wie auch immer. Ja, wir müssen noch ganz kurz aufklären, die Leute müssen ja nicht mit Swift fahren, gell? Also Swift, genau, richtig, Swift ja. Ist ja mittlerweile das, würde ich mal behaupten, das populärste Programm dafür, aber es gibt sicherlich auch andere Trainer Tools, Road. Trainer Road, genau. Und so weiter. Aber das hat sich schon irgendwie so eingebürgert, dass man jetzt swiftet, ne? Vom Namen her. So, was ich sagen wollte, ist, dass ihr halt guckt, weil da ja schon relativ viel Last, also was heißt viel Last, aber dann schon mal so ein bisschen Last draufkommt, dass man da auf jeden Fall dann auf der sicheren Seite ist, genug Schrauben drin zu haben, dass euch das Ding nicht abknickt. Ja, das Ding abknicken ist nicht gut. Nee, richtig. ja, kommen ja auch ein paar Flaschen und sowas halt drauf, ne? Ja. Flaschen, Handy, Laptop, Tablet. Ja. Also dafür braucht ihr jetzt eigentlich auch nicht unbedingt nochmal die Schmiege. Es geht eigentlich nur darum, weil das könnt ihr jetzt halt so wieder projizieren, ne? Das andere machen wir jetzt genauso wieder auf der anderen Seite. Warum? Bauen wir uns hier wieder eine Unterlage. Zack, zack. Und hier dann das gleiche wieder mit der Ecke. Und dass die Bretter hier bündig aufeinander liegen. Zack. Man könnte es hier genauso wieder verschrauben. Julian, kam eben bei mir die Frage wegen dieser Doppelung hier. Vielleicht fragen sich die Leute das auch. Warum hast du es einmal kurz aufeinander gelegt? Weil das ist, hat ja nachher mehr Abstand zueinander. Genau, ich habe das jetzt aufeinander gelegt, um das quasi einmal spiegelverkehrt zu projizieren, um halt die andere Seite zu bauen. Ne? Genau. Also es werden ja quasi die Füße, ja. Da kommt er dann links und rechts. Und damit wir dann halt links und rechts nicht das Gleiche haben. Naja, also ist nicht miteinander verschraubt. Nee, genau. Und wird dann... Da, ja. Nur, genau, das scheint, sollte eigentlich dann halt nur als... als Vorlage dienen. Ja, ist klar. Der eine. So, jetzt kommt hier Macheten. Manier. So, zack. So. Also du hast jetzt, glaube ich, hier... Hast einen kleinen Versatz von hier zu da. Okay. Aber, ja, wichtig ist nur, dass die Platte jetzt nicht da hängt oder hier hängt, ne? Also es sollte halt schon... über diesen Bereich quasi sein. So, jetzt haben wir hier... Genau, hier sind quasi einmal... Und das meinte ich jetzt gerade mit spiegelverkehrt, ne? Mhm. Sind da jetzt nicht die gleichen? Ja. Ne? So, das sind einmal die beiden Füße, wo jetzt gleich hier oben drauf die Platte drauf kommt. Ja. Dann machen wir hier noch eine Strebe rein, damit das da unten nicht auseinander geht. Ja. Und dann sind wir damit, genau, ja, dann sind wir damit soweit fertig. Sehr cool. Aber jetzt gibt es erstmal... Mamfi. Süppchen. Gut. Kürbissuppe. Sehr lecker. So, genau. Also jetzt habe ich hier 2 Leisten, wobei halt auch hier so eine etwas längere, dünnere Leiste reicht. Habe ich mir überlegt, dass man die dann quasi hier innen drin... festschraubt von der Seite.
dass man von unten mit Schrauben quasi dann auf die Platte schrauben kann, weil das geht halt hier bei diesen Breiten nicht, deswegen sind die vonnöten. So, damit die Leute kurz einschätzen können, wie das nachher ungefähr aussieht. Genau. Das hältst du den mal kurz? Ja. Genau. So in der Art. Genau. So in der Art, also ein bisschen breiter noch. Ja, ja. Und dann kommt steht die Platte das, drauf. Dann kommt hier die Platte drauf. Ja. Wird dann von hier verschraubt. Ja. Genau. Sehr cool. Dann kommen hier zwischen noch Leisten als Abstandshalter quasi und halt auch für die Stabilität und dann sollte der Tisch gut stehen. Ja. Was sehen wir denn, Chef? So, jetzt sehen wir quasi einmal die beiden Leisten, die ich jetzt von innen dran geschaut habe. Hier sieht man das, ne? Die habe ich jetzt hier einmal mit drei Bohrungen nochmal vorgebohrt, um die Platte quasi jetzt hier durch festzuschrauben. Ja. Genau. Da das gleiche Spielchen. Ups. Genau. Ja. Okay. Unten kommt dann gleich quasi so eine. Genau, das zeigen wir dann gleich. Strebe oder was? Genau. So eine Strebe dazwischen, um einfach mehr Stabilität zu bringen. Sehr cool. Alter Schwede. Der Tisch sieht doch wirklich cool aus. Mit simplen Methoden haben wir jetzt hier einen geilen Tisch gebaut. Und hier machen wir nachher noch ein paar Löcher rein für Kabellage etc. Sehr, sehr cool. So. Finde ich echt gut. Was schätzt du, Julian, wenn du jetzt nicht das Gelaber hier mit mir hättest etc., wenn du es zu Hause alleine so aufbauen würdest? Halbe Stunde, also Viertel? Ich würde das eher jetzt mal aus der Sicht von einem, der jetzt vielleicht nicht so oft Handwerker oder so, also würde ich jetzt mal sagen, mit allem drum und dran, so 2 Stunden würde ich schon mal so einplanen. Okay, wie lange braucht man für IKEA, für ein Billigregal? Boah. Auch in der... 8 Stunden. Inklusive Schatten. Nee, okay, Billigregal vielleicht nicht, aber... Ja. Da bist du ja mit dem Auspacken schon 3 Stunden dran. Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde das echt schick. Hier haben wir auch so eine leicht raue Oberfläche. Damit genau, nachher Multiplexplatte, nicht wasserdicht. Ne? Also wenn man die jetzt in Wasser legt oder so, quillt die natürlich auch auf. Aber wenn da jetzt mal Wasser drauf stehen bleibt oder so, ist das macht dem nichts. Da kannst du dann nachher Schweiß und natürlich einmal drüber wischen, dann ist gut. Ja, und dass der Rechner dann natürlich schön stehen bleibt, ne? Genau. Also was man noch machen kann, ist sich irgendwie dann eine Gummimatte oder sowas drauflegen. Aber muss man nicht. Muss man nicht, genau. Wir werden Spaß haben. So, das steht auf jeden Fall schon mal. Jetzt machen wir da noch. Pass auf, wir gucken jetzt mal eben ganz kurz, bevor wir jetzt die Leiste anmachen. Stellen wir das mal eben hier hin. Und dann gucken wir vielleicht mal eben kurz wegen dem Lüfter. Yep. Also so stellen wir das da hin, ja? Das machen wir mal zur Seite. Genau so. Ja? Ich finde das super. Und das ist quasi. Wie gesagt, in der Höhe kann man den so bauen, wie man den, also wenn man den jetzt tiefer haben möchte oder noch höher oder so, dann, ne? Aber so ist eigentlich schon ganz cool, dann hast du jetzt hier... Ja, so sind ja im Prinzip die 99,9% der Fahrräder, der Rennräder. Genau, richtig, ja. Im Prinzip die Höhe. Ja. Genau, jetzt wollten wir noch eben kurz, hatte ich ja gerade die Idee, dass man vielleicht den Lüfter... ohne jetzt da Probleme mit dem Fahrrad zu bekommen. Vielleicht hier mit drunter schraubt, ne? Und zwar dann halt irgendwie so. Ich sehe es jetzt halt gerade nicht. Sieht gut aus. Ja, das sieht jetzt hier noch nach. Das sieht noch das sieht noch nach dicken 5 cm aus. Ich könnte auch noch hier so. Ja, besser. Also nach hinten. Ja, besser. So, ne? Und neigen kannst du das Ding immer noch, ne? Ja, dann müssen wir dann gleich hier die. Super. Die Dinger wegmachen. Boah. Dann kannst du das drehen, wie du willst. Geiler Typ. Geiler Scheiß. Kurzes Update hier. Der Tisch steht schon als solches natürlich fest. Aber wenn man da jetzt rumwackelt, rüttelt,
Kannst du mal einmal kurz für die Leute, ja, dass sie es sehen? Klar, dann wackelt der halt. Genau. Aber kommt der dann beim Swiften oder beim Training nicht groß vor? Richtig. Oder überhaupt nicht? Weil wir so geil sind, haben wir uns eben überlegt, okay, komm, hauen wir nochmal so eine Querstreben rein. Dann steht der einfach nur ein bisschen fester. Könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ja. Das ist einfach so geil. Das sind so geile Typen. So. Hier. Und ist schon deutlich fester. Wollt ihr die zweite auch noch reinmachen? Da haben wir noch eine über. Ja, die ein. Also klar, also jetzt optisch mäßig können wir das machen. Aber bringt, tut die jetzt nichts mehr. Ja, dann sieht es aber schöner aus. Ja. Sonst können manche Leute nicht schlafen. Wenn sie denken, da fehlt noch die andere. Also Kante könnte jetzt nicht schlafen. Ne? Wenn die zweite jetzt nicht dran wäre, könnte. Nee, geht nicht. Ist ja so ein Pingel, oder was? So ein Pingel. Ja, gut. Ja. Ganz genauer. Ja, finde ich aber gut. Also ich bin in der Regel eigentlich auch so ein genauer. So ein Pingel. Man würde mich als Perfektionist. Ja, wenn, dann machen wir es gescheit. Ja. Ne? Super. Top. Ich finde es auch eigentlich ganz cool. Gut, man muss jetzt ein bisschen verzeihen, dass das jetzt nicht so ganz alles so. Ach. Ne? Jetzt gucken wir doch mal, was wir hier mit dem Lüfter anstellen können. Ja. Ich weiß von einem. Wir werden jetzt hier keine Werte nennen, ja? Weil das ist ja. Wettbewerbs- und so, ja. Nee, ist klar. Aber ich weiß von einigen Athleten beim Philipp, dass die in der Garage trainieren im Winter mit Zwift. Okay. In der ungeheizten Garage. Also kalt. Richtig kalt. Boah, da sind die ersten Minuten aber auch echt hart. Ja, aber für die Performance anscheinend ganz gut. So, hier hauen wir jetzt noch ein paar Schräubchen rein. Haken für den Ventilator. Und einmal durch die Platte müssen wir wahrscheinlich noch ein Kabelloch, oder? Genau, da kannst du gleich mal gucken, wo du es haben willst. Oh. Ich habe bei mir zum Beispiel sogar eine Dreifachsteckdose unter die Platte geschraubt, weil man ja teilweise dann schon mal ein Kabel für Tablet, iPad, Laptop, wie auch immer, ja, und dann eins für vielleicht Handy. Hm. Und, ja, was hat man noch? Box, Bluetooth-Box, wie auch immer, ne? Hm. Oder Kamera oder wie auch immer. Ja. Je nachdem. Stimmt, ja, Kamera. Und das ist halt, da brauchst du halt irgendwie so den Strom. Einmal. Zweimal. Dreimal. Geil. Junge, das ist ja voll geil. Findest du selbst jetzt geil, hä? Ja, mega. Wie hast du das bei dir? Ach ja, den Lüfter, den wirst du jetzt wohin stellen bei dir zu Hause? Der kommt dann unten runter, okay, unter den Tisch quasi. Ähnlich. Ähnlich, genau. Ja, genau. Oder hast du da nochmal eine Platte zum Draufstellen mäßig? Nee, ich stelle ihn einfach auf den Boden. Okay. Erstmal genau. So, jetzt habe ich die Dinger hier noch umgebogen und jetzt kannst du den quasi so. Ja. Setz dich mal drauf. Hier schön mit Socken und so. Oh ja, oh. Ist geil. Höhe passt? Ja. Perfekt. Also Abstand zum Reifen ist da. Man kann natürlich jetzt den Tisch noch ein bisschen genau, wegziehen, wir haben oder so. Quasi hier einmal den Lüfter platziert. Ja. Hier kann man wunderbar jetzt. Mega. Geil, ja, ja. Sau geil. So, jetzt hier nochmal das fertige Baby. Echt der absolute Hammer. Ich muss nochmal ein riesen Dankeschön an ihn hier aussprechen, an Julian. Julian, ich komme mal so in die Kamera.
So. Vielen Dank, lieber Julian. Das war echt der absolute Wahnsinn. Ich habe total Bock, jetzt hier dann auch mitzufahren mit dem Tisch. Was machen wir noch? Wir packen eine Anleitung auf Speedwill, oder? Wo wir zusammenschreiben, genau. Wie wir den Tisch dann oder wie ihr den Tisch selbst zusammenbauen könnt. Zeitaufwand geht mal von 2 bis 3 Stunden aus. Kosten 50 Euro Material? Ja, genau. 50 Euro circa. Ja, genau. Ein paar Schrauben, was man dafür braucht. Schrauben, Säge, Akkuschrauber. Ja. Genau. Und dann sollte man das auf jeden Fall alles gut hinkriegen. Genau, Link zum Artikel mit der Anleitung. Ein bisschen Geduld. Und ein bisschen Geduld. Und Julian am besten noch mit einplanen. Link zum Artikel mit der Beschreibung findet ihr unten drunter dann bei YouTube oder halt auf Speedwill. Julian, nochmal fetten Dank. Gerne. Der absolute Wahnsinn. Das Projekt. Ja, mega geil. Und weitere Folgen. Weitere Folgen. Daumen hoch geben, wenn Julian der geilste Typ auf Erden ist, was er ist. Julian for President. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Guck dir das mal an, ey.